Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Road to Division 1. Wir sind wieder am Start mit der nächsten Episode. Wenn es euch gefällt, lasst doch heute mit dem Daumen nach oben, da wäre eine großartige Unterstützung. Weitere Unterstützung in der Videobeschreibung möglich, ihr wisst Bescheid. Instagram, Twitter, Facebook, RandyRun und natürlich auch Amazon. Wir spielen heute im ersten Spiel mit dem FC Schalke 04, im zweiten mit Borussia Mönchengladbach. Warum mit Schalke? Ganz einfach, es wurde gesagt, Max, du magst ja Schalke gar nicht. Du hast irgendwas gegen Schalke, Schalke ist dein Hassverein, weil ich gesagt habe, dass Geis da nicht so hinpasst, beziehungsweise dass ich mich wundere, dass er da hinwechselt und nicht zu Lazio Rom, weil Lazio Champions League spielt und Schalke nicht. Und Schalke allgemein, vor allem was die Trainer angeht, irgendwie in den letzten Monaten gerade ein ziemlicher Chaosverein war. Aber gut, das ist nichts gegen Schalke allgemein, das ist nur was gegen die aktuelle Vereinspolitik. Also, ich denke mal, da bin ich auch nicht der Einzige. Ich denke mal, viele Fans selber finden das auch scheiße. Von daher, ich habe nichts gegen Schalke, wirklich nicht. Das ist auch nicht mein Hassverein oder sowas. Da gibt es andere, die deutlich schlimmer sind. Egal, wir fangen mit der ersten Frage für diese Episode. Und die kommt von Max und der fragt mich nämlich, was ich gerne jetzt nach dem Abi machen möchte, beziehungsweise was ich jetzt nach der Schule tun werde. Ich werde Fluglotse werden, zumindest ist das mein Plan. Ich bin vom 12. bis 14. ja, mal wieder unterwegs und versuche diesen Traum zu erfüllen. Mal sehen, ob es klappt. Ist natürlich nicht so einfach, aber wir werden sehen, wie das Ganze laufen wird und ihr werdet es auch erfahren. Was hältst du von den Transfers von Poldi, Nani und RWP, also Robin van Persie, in die Super League, also zu Fenerbahce und Galatasaray, möchten Elias und Özgür wissen. Und ich muss sagen, es hat mich überrascht, dass Nani da hingeht. Es überrascht mich nicht, dass Podolski da hingeht. Und wenn RWP da wirklich hingehen sollte, ich bin mir gar nicht wirklich informiert, kann sein, dass es so ist, kann sein, dass es nicht so ist, Fans beeindruckend, weil das sind wirklich große Namen für die Liga, aber es ist halt auch wieder so ein bisschen das Klischee, dass alte Spieler, die irgendwie nichts mehr reißen, dahin gehen. Was ein bisschen schade ist, weil so kommt diese Liga nicht aus diesem Schubladendenken raus. An sich ist die Super League natürlich gar nicht mal so interessant, aber mal sehen, wie die sich da entwickeln werden. Ne? Ich werde es mir auf jeden Fall teilweise mal angucken. Was ist momentan dein Lieblings-FIFA-YouTuber? Welche feierst du? Welche guckst du? Fragt Jan und das ist relativ einfach zu beantworten. Der, den ich am meisten verfolge momentan und am meisten feiere, ist The Wayback. Weiter geht's mit Job im TV oder YouTube. Also Job im TV, wenn ich gut verdienen würde, oder weiter mal mit YouTube. Es kommt darauf an, was für einen Job im TV ich machen würde, wenn ich Moderator bei einer eigenen Show wäre, die irgendwas mit Fußball zu tun hat, würde ich vielleicht sogar das machen, um ehrlich zu sein, weil es ist einfach geil. Es ist noch mehr Reichweite und so weiter und so fort. Ist einfach nice. Wirst du dich bei Sky bewerben? Das möchte der Justus wissen. Gerade eben war die Frage von Benjamin, habe ich glaube ich gar nicht gesagt. Wenn doch, dann habt ihr es jetzt doppelt gehört. Ja, bei Sky bewerben ist so eine gewisse Sache. Wenn das mit den Fluglotsen klappen sollte, das heißt, wenn ich da meinen Traum erfüllen kann, dann werde ich mich nicht bei Sky bewerben. Ansonsten ist das auf jeden Fall eine Option, die ich im Hinterkopf habe. An sich wäre Sportmanagement, Sportjournalismus, irgendwas mit Fußball im besten Fall in der Richtung mein Ziel, was ich nach der Schule sonst machen möchte, wenn das jetzt nicht funktioniert. Aber auch bei Sky bewerben wäre eine Möglichkeit. Das hat ja so ein bisschen was mit Sportjournalismus und Sportmanagement teilweise auch zu tun, oder Sportmarketing, irgendwie sowas. Mal sehen. Auf jeden Fall wäre das an sich interessant, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich hätte schon Bock, irgendwann mal so, na okay, ich will jetzt nicht sagen, der neue Marcel Reif zu werden, aber ihr wisst schon, was ich meine, so einer von den Top-Kommentatoren irgendwann mal zu sein. Natürlich ist das ein weiter Weg dahin, ich bin auf keinen Fall auf dem Niveau bisher, aber ich denke mal, ich habe ganz gute Veranlagungen dafür, vor allem, weil ich halt so gerne rede, dass das eventuell eine Möglichkeit wäre für meine Zukunft, wenn denn meine anderen Pläne nicht funktionieren sollten. Was hältst du vom Transfer von Spahic zu Hamburg und Mainz, der wäre auch ein Spieler für Hannover gewesen, möchte Arnes wissen? Nein, ich bin so froh, dass Hannover sich so eine Graupe nicht gut hat. Ich hasse Spahic. Ich hab da noch nie gemocht, wirklich noch nie. Das war nicht nur, seit der hier den Ordner da geboxt hat, das ist mir vollkommen scheißegal, was da die Gründe waren oder sonst was. Der Typ ist einfach ein Arschloch auf dem Platz und das hasse ich. Klar, es muss solche Spieler geben, die einfach hier mal wirklich einen raushauen und so weiter und so fort, die mal sagen, hier, so geht das nicht, oder mal dazwischen grätschen. Aber der Typ, der dreht ja schon in jedem Spiel wirklich durch. Der ist schon bei Leverkusen in wirklich fast jedem Spiel abgedreht und Leverkusen hat eine der besten Defensiven der Liga. Wie soll das jetzt bei Hamburg werden? Also ich kann den Typen nicht ab, gerade nach diesem Aussetzer da, hätte ich mir ehrlich gesagt gewünscht, dass er nicht mehr in der Bundesliga zum Einsatz kommt, aber gut, er geht zu Hamburg. Allgemein, das war eine weitere Frage, ich weiß jetzt gerade aber nicht von wem. Transferpolitik von Hamburg, naja, bisher, dieser Altintas scheint ganz gut zu sein, aber Sakai, da ist Stuttgart auch mehr als froh darüber, dass sie den los sind. Warum sie den geholt haben, verstehe ich auch nicht so wirklich. Und Spahic, naja, da hätten sie auch Westermann behalten können. Das macht jetzt für mich keinen großen Unterschied, nur dass Spahic noch unsympathischer ist. Aber gut, soll jetzt auch wieder kein Hate gegen Hamburg sein, aber Spahic ist nun wirklich ein Spieler, den ich überhaupt nicht leiden kann. Von daher, naja. Was würdest du gerne für eine Mannschaft trainieren, wenn du die Auswahl hättest? Ich würde mich ganz ehrlich für Manchester City oder Hannover 96 entscheiden. Vielleicht auch Real Madrid, das sind so die drei Vereine. Einmal City, weil ich da Geld habe und weil ich in der besten Liga der Welt spiele. Real Madrid, weil ich beim vielleicht besten Verein der Welt spiele und Hannover 96, weil mein Herzensverein ist. Also irgendwie sowas in der Richtung wäre da, ja, mein Wunsch, ne, würde ich mal sagen. Arsenal wäre auch geil. Also Arsenal und City in England, in Deutschland Hannover und in England, in Spanien
ja, halt Real, ne? So wäre meine Wahl, wenn ich dir das auswählen dürfte. René fragt, warum ich so wenig mit Marcel Scorpion mache, obwohl wir eigentlich gute Kollegen sind. Ja, wir sind auch gute Kollegen. Wir haben nur einfach wirklich nie mehr viel miteinander zu tun. Wir haben uns auseinandergelebt, würde man so schön sagen. Marcel hat in Düsseldorf, ich weiß gar nicht, mit Lena auf jeden Fall, eine Freundin an seiner Seite und wohnt dazu nochmal eine ganz schöne Entfernung weg, macht eine andere Kategorie von Videos, hat sich auf was anderes spezialisiert und von daher ist er einfach zu groß geworden, um wirklich jetzt mit mir irgendwie hier nochmal, ab und zu machen wir vielleicht nochmal ein Video oder sowas, aber wir sind halt nicht mehr wirklich in Kontakt, aber ist auch nicht schlimm, weil so entwickelt man sich weiter und wir werden ja immer sozusagen uns gut verstehen, denke ich mal. Bin ich mal relativ gut von überzeugt. Was hältst du von Buschi TV und von der Art und Weise, wie er seine Interviews macht mit vernünftigen Sportlern, beziehungsweise bekannten Sportlern wie Nowitzki, Harting, Müller hat er jetzt gemacht, Mertesacker wird er machen, wer war davor, irgendwer war noch da, Kroos, genau. Finde ich geil. Finde ich eine richtig geile Aktion. Gefällt mir extrem gut, die Videos anzugucken. Gerade Müller hat mir wieder extrem gut gefallen im Interview und ich freue mich auf Mertesacker, weil das ja einer meiner Lieblingsfußballer auch ist. Warum bist du so geizig mit Footcoins? Das sind jetzt übrigens drei Fragen, die ich allgemein nicht mehr mit Namen versehen habe. Warum bist du so geizig mit Footcoins? Die Frage kommt ja öfter. Ich habe einfach keine mehr. Ich habe noch 200.000 Münzen, was soll ich denn großartig machen? Und zudem bringt es nichts, die auf den Tisch zu kloppen, wenn man die Spieler nicht mehr los wird. Und ich mag es halt nicht, für beispielsweise 7 Minutes Squads für ein Spiel so viele Coins auszugeben, weil so viele habe ich auch nicht. Und ich bin jetzt nicht so ein Rich Kid oder so ein Multi-Coin-Millionär, der sich irgendwie 20.000 Millionen Münzen kauft. Deswegen bin ich da ein bisschen sparsamer. Ich bin allgemein auch ein relativ sparsamer Mensch. Warum machst du nie bei Turnieren wie Fatal oder dem Lions Cup mit? Bei Fatal wurde ich nicht gefragt, schlicht und ergreifend. Und beim Lions Cup, ich habe mit Lions mittlerweile nicht mehr viel zu tun. Ich hatte mal ein gutes Verhältnis zu ihm. Mittlerweile ist das eingerostet, beziehungsweise ist einfach nicht mehr da. Und von daher, warum soll ich beim Lions Cup mitmachen? Da habe ich auch keinen Grund gesehen. Habe ich jetzt auch nicht so den Anreiz gesehen, da mitzumachen. Von daher, naja. Ausstiegsklausel im Karrieremodus ist die letzte Frage für diese Episode übrigens. Was würdest du davon halten? Ich glaube ja, der Karrieremodus wird sich super weiterentwickeln und von daher Ausstiegsklausel wäre nochmal was Neues, was reingebracht werden könnte. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das passiert, aber wir dürfen uns auf jeden Fall auf den Karrieremodus freuen und es kann durchaus sein, dass sowas mit reinkommt. Es würde das Ganze noch realistischer machen und das ist das, was wir ja alle im Karrieremodus ganz gerne haben wollen. Das war's von dieser Episode. Ich hoffe, es hat gefallen. Ich muss jetzt hier gerade so ein bisschen quasi raten, wann die Episode vorbei ist, weil ich sehe nichts mehr. Mein Kanal ist jetzt nicht aufgegangen und ich wollte nicht die Episode abbrechen. Von daher, hoffe ich trotzdem, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir haben mit Gladbach ordentlich gewonnen, haben richtig geiles Freistoß von Xhaka gesehen. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das mal fandet. Das war mal so eine Variante, die man eigentlich selten sieht. Und natürlich auch, welche Teams ihr in der nächsten Episode sehen wollt. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, bei dieser nächsten Episode wieder. Bis dann, wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao.